Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Chernobylite. So, wir sind jetzt hier noch in dem Loch hier unten drin. Mal jetzt mal gucken. Ich habe die Quest jetzt abgeschlossen, aber ich würde mir gerne nochmal die die Fragezeichen angucken. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt doch so sinnvoll wäre. Weil meine alte Dokumente, weil da, so hatte ich doch schon. Alte Dokumente habe ich doch schon abgeschlossen. Moment. Aber habe ich doch schon abgeschlossen. Ja, das hatten wir doch schon. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig, das Ganze jetzt hier. So, warte mal. Nee, ich muss ja hier hinten wieder raus. Gut. Schiedegal jetzt. So, jetzt, ja, jetzt hier wieder zurück zu denen. Ich bin ja hier schon fast drauf gegangen, als ich zu dicht an der Zone hier angekommen bin. Und hier sind auch irgendwie Soldaten. Und das ist natürlich aber, na gut, dann probieren wir jetzt mal. Einfach mal hier unser Glück. Okay. Muss ich vielleicht auch noch mal gucken. Ich weiß das gar nicht, wie viele Punkte habe ich hier eigentlich. 5. Da kann ich eigentlich mal hier ein bisschen trainieren. Ich weiß auch noch nicht, wie ich jetzt neue Gefährten bekomme. Wann und wie. Ah, da sind auch wieder dicke Truhen, da komme ich auch wieder nicht rein. Ich würde mich auch. Wow. Das Grüne da, da sollte ich einen ganz großen Bogen drum machen. Was für ein Geräusch war das eben gerade? Was für ein Geräusch ist das? Alter, das hört sich an, als ob da irgendwas ziemlich...
Wow. Da ist irgendetwas Großes. Verdammt Großes. Vergiss es. Bloß weg hier. Okay. Hier geht irgendwas Schräges ab. Also da renne ich ja jetzt so nicht rein, ne? Also wenn das, was ich jetzt hier das Fragezeichen nicht weiter, also außerhalb der grünen Pampe da ist oder Nebel oder wie auch immer, renne ich da ganz bestimmt nicht rein. Das könnt ihr komplett vergessen. Okay. Okay, das war hier das Fragezeichen. Das ist gut. Was? Was war jetzt eben gerade? Warum hat er sich gerade so erschrocken? So, komme ich jetzt hier irgendwie mal... Ne? Gibt's hier keine Tür? Ach doch, hier... Ja, doch hier, aber komme ich nur mit dem Brenner rein, den habe ich ja nicht mehr. Also ich renne jetzt hier in diese grüne Pampe da nur nicht rein, ne? Ne, ne Leute. Keine Chance. Nicht. So, aber ich könnte jetzt mal probieren, einfach hier die Straße entlang zu gehen. Dorthin. Ja, nee, das haut auch nicht hin. Da kann ich ja genau in die grüne Pampe rein. Ne? Und hier ist dann wieder das Haus, wo ich gerade geflohen bin. Wo irgendwas Großes drin ist, das mich gesehen hat. Da gehe ich ja nur noch kein zweites Mal hin. Also das könnt ihr komplett vergessen. Ich höre das ja, dieses Gestampfe immer so leicht im Hintergrund. Bumm, bumm. Ja, aber... Ach, Kacke, aber... Ich kenne ja auch jetzt... Nee, da rein, da rein. Nee. Gut, ich höre also, dass irgendetwas Großes und ich werde auch ganz bestimmt nicht hingehen, um mir das jetzt anzugucken. Ja, dann muss ich dann eben halt denn hier wieder hier unten so rum, ne? Gut, es wird mich schon interessieren, was das für ein Vieh ist, aber nicht mit 28 Schuss. Das könnte kommen. Könnte komplett knicken. Aber nicht mit 28 Schuss.
Da man hört ja immer im Hintergrund dieses Bumm, Bumm. Das ist das Vieh da, was da drin rumrennt in dem Haus. Aber es wird mich schon mal interessieren, wie das aussieht. Na, egal, ey, scheiß doch drauf, ey. Mehr als drauf gehen kann ich nicht. Okay. Okay. Oder ist nur ein einfacher Schleicher? Ach! Okay. Schleicher tot. Da sind auch noch solche zwei gelben Dinger. Aber der Schleicher hat ja irgendwie so ein Portal. Ich meine, können die auch Portale aufmachen? Können die das wirklich? Ja, das wäre mir neu, aber gut. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich hier vielleicht einen Weg nach oben finde. Okay. Okay, dieses Gestampfe ist jetzt weg. War das wirklich vielleicht nur diese eine Schleiche? Da war natürlich wirklich ja klar, dass ich hier nur mit die dich reinkommen. Kacke. Oh, jetzt falle ich hier wieder in das Loch hier rein. Oh. Ich glaube, in dem Raum hier war ich noch gar nicht, ne? Ah ja, hier ist ja der Schleier, den ich platt gemacht habe. Na okay, gut, dann... Ach, Kacke. Wo war denn jetzt hier der Ausgang? Ah, hier. Ja, okay, gut, dann... Gut, Händler Zitrak benötigt, um zu durchqueren.
Gut, dann hat sich das ja jetzt hier mit dem erledigt. Dann kann ich ja jetzt mal direkt in Richtung... ja, mal in die Richtung hier gehen. Komme ich hier durch? Nee, natürlich nicht. Okay, es wird hier jetzt... Es wird hier jetzt zunehmend ungemütlicher. Wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Voll, der steht hier mitten vom Zaun. Ah ja, stimmt, der ist hier reingezeichnet. Sehr gut. Alter, voll. I detected the echo of a recent wormhole. Ich hab nur noch 2 Schuss, Leute. Let's see what you're made of. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe auch nur noch 2 Schuss. Ich kriege die wohl auch nicht erledigt oder so. Ich hau jetzt hier lieber ab. Ah, auch erfolgreich. Ja, wunderbar. Gut. Okay, gut. So. Igor, the gun I gave you has traveled all around the world with me, but it's quite old. Ja, das. What do you think about building a... Sounds good. I'll fabricate one when I get the chance. You need it, Igor. Okay, aber ich kann jetzt immer noch kein Kalibrierungswerkzeug herstellen. Also, im Moment ist ja meine Basis jetzt alles im grünen Bereich. Ja, ich weiß nur nicht, wann man da jetzt mal neue Kollegen bekommt. Warte mal. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Nee, da will ich auch nicht hin. Nee, Bauwerksfolge will ich auch nicht. Fernseher haben wir. Ein Radio haben wir auch noch nicht. So, was ich kommt vorher schon ein bisschen erhöht. Haben wir einen kleinen Fernseher. Bisschen Plattenspieler und eine Radio. Klar, kommt noch ein größerer Fernseher hin. Vorausgesetzt, warte mal, kann ich da eigentlich jetzt schon? Nee, kann ich nicht. Nee, Wohlfühlstück kann ich auch noch nicht. Ne. So, Trennwände, teile den Schutzraum in verschiedene Räume, damit ihr etwas Privatsphäre habt. Ja, könnte man eigentlich mal machen,
wenn ich mehr Ressourcen habe, dann könnte ich eigentlich ja vielleicht sogar warte mal, hier kommen wir ja die Treppe runter. Da könnte ich dann vielleicht sogar hier unter der Treppe, also den Tisch nochmal woanders hinstellen. Und dann könnte ich dann vielleicht. Nein, hier ist auch noch eine Treppe. Oder hier von der Treppe hier an, von hier an. Hier so eine Wand rüberziehen. Hier so von hier an irgendwie so eine Wand rüberziehen, hier so quer so rüber. Und dann vielleicht in zwei Zimmer unterteilen. Einmal hier neben dem. Und dann hier nochmal bei dem Balken hier. Auch nochmal eine Wand hier zu dem hier rüberziehen. Oder bis hierhin so ungefähr. Und dann immer so zwei Zimmer. Dann ein Zimmer für Olivier und dann ein Zimmer für wer auch immer denn noch kommt. So, und dann vielleicht hier drüben. Ja, hier steht er immer, hier nicht, aber dann vielleicht hier voll, also in dem Bereich jetzt hier, wenn hier also die Wand hier so vor ist, hier eine Tür und hier die andere Tür, dann vielleicht in diesem Bereich hier. So, hier vorne der Bereich hier so. Ich sage jetzt auch mal den Unterhaltungsbereich, wo denn jetzt eben so Radio und Fernseher ist, dann vielleicht so Radio, Fernseher hier auf dem Tisch zum Beispiel. Warte mal, geht das? Kann man den. Ja, kommt vor der Basis, geht das wieder runter, aber kann man den jetzt hier vielleicht. Ach nee, Quark. Jetzt hier so den Fernseher hier auf den Tisch stellen. Und dann vielleicht hier so vor dem Tisch so einen Wohlfühlstuhl. Oder vielleicht noch den Tisch ein bisschen weiter hier rüber und dann noch einen zweiten Tisch oder hier noch einen zweiten Tisch daneben, wo dann eben halt das Radio und der Plattenspieler drauf sind. Und dann mal gucken. Ja, das könnte man mal probieren. Aber ich will die jetzt nicht verschrotten, weil ich nicht weiß, ob ich dann. Warte mal. Ach, warte mal. Scheiß drauf. Jetzt erstmal gucken. Warte mal. Aufheben. So, warte mal. Ganz kurz, Leute. Ja, und jetzt mal gucken. Ein kleiner Hocker hier, so ein Tisch. So ein Tisch. Ja, warte mal. So, Plattenspieler, Fernseher. Jetzt bräuchte ich noch das Radio. Ja, guck, das Radio kann ich jetzt nicht mehr bauen, weil ich nicht mehr genügend Elektronikteile habe. Scheiße. Okay, gut. Okay, gut. Schade. Schade, schade, schade. Ich kann jetzt leider keinen großen Fernseher bauen. Nun gut. Na, hier mal eine Sitzgelegenheit, ne?
ja. So, aber die Wände kann ich ja auch bauen, aber da brauche ich Mechanikteile, habe ich nur noch einen von. Warte mal. Das sind hier Maschendrahtzaun. LED-Lampenwand. Nee. Holzwand. Ja, wie gesagt, dass ich das mir jetzt so vorstelle, denn hier zum Beispiel vielleicht. Na gut, da muss ich jetzt hier aber auch noch Holzwand hinbauen, damit da so ein Sichtschutz besteht, ne? Und dann hier jetzt so. Warte mal, die Treppe ist jetzt hier. Dass ich dann hier jetzt vielleicht so die Holzwand hier so hinstelle. Aber wenn ich da keine Türen drin habe, dann ist das eigentlich auch sinnlos, ne? Dann ist es auch irgendwie sinnlos, ne? Naja, egal. So, ich beende jetzt hier den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Däumchen, ein Abo da und einen Kommentar und seid ihr sicher wieder dabei. Bye, bye.